車、ここでいいの？八神さん。ああ、桑名と話しに行く。楠本玲子に会ったことをさ。多分怒るよね、桑名さん。勝手な真似したなって。でも、まさか。ああ。だからお前は一緒じゃない方がいいよ。そっか。じゃ、お言葉に甘いまーす。Na, wer ruft jetzt an? Peter wird es nicht sein. Jeremy-san, kannst du heute in den Park kommen? Was ist los? Gib ein bisschen Ärger, komm einfach zum üblichen Treffpunkt. Das ist klar. Shiura, warte mal, Shiura. Achso, das ist jetzt so. Nebenquest. Wir sollen ins Restaurant gehen, gell? Okay? Wie machen wir es am cleversten? Ja, wir machen das mal wieder ein bisschen Nebenquest jetzt, so das, was ich machen darf. Nein. Stress im Park. Jetzt bin ich mal gespannt. Klump, geht weg, Freunde. Ein Daikon. Shioda. Was ist los, Shioda? Geh, wir schnell zum Park. Okay. Was zur... Das waren Shikishima und seine Gang. Wie waren das? Einer von uns versuchte sie aufzuhalten, als er gerade übte und wir bezogen mächtig Prügel, diese Bastarde. Hey, wo sind Shikishima und die anderen hin? Sie reiten zum Hamakita-Park. Dann müssen wir ihnen auf dem Weg hierher wohl begegnet sein. Das lassen wir ihnen nicht durchgehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier... Na? Sonst noch. Was hast du vor? Ich werde sie zur Verantwortung ziehen. Oi! Was? Hey! Ob das so einfach möglich ist, ich wage es zu bezweifeln. Wer seid ihr, Typen? Ja, irgendwelche Yakuza-Fuzzis, ehemaliger. Ihr seht mir nicht nach Shikishimas Skaterkumpels aus. Ihr gehört zu Neo-Keying-Gang, oder? Was mischt ihr euch in den Rierkampf von Teenagern ein? Kohle bringt euch das nicht ein, oder? Na, nicht ein Cent! Du klingst nicht so, als wärst du glücklich darüber. Lass mich raten, der Professor verleitet euch dazu. Du klingst zu neugierig, wie jemand, der sterben will. Komm nur her. Nachdem ich dich umhaue, bist du sicher gesprengt hier. Oh ja. Mist, ey.
Hey, 10.000 SP. Scheiße. Hey, da ist ja Shikishima. Sogar. Ist hier zu crossen. Geht zu weit, Shikishima. Was soll das? Das ist was trotz gemacht, ne? Weil du in der Mittelstufe den Kunstclub verlassen hast. Es geht um Rache, oder? Irgendein Groll. Spuck schon aus. Guck dich doch an. Was? Du bist einfach nur Fauschi, oder? Und das weißt du auch. Oh. Okay. Oi. Das reicht. Hm? Wie? Ui. Hey, was zur Hölle? Lass mich los. Deine Armbanduhr. Shikishima. Shikishima, es ist mir bislang nicht aufgefallen, aber bist du Linkshänder? Du trägst deine Uhr nämlich an einem rechten Arm. Was spielt das für eine Rolle? Irgendwas stimmt daran nicht. Aber was? Jetzt fällt es mir ein. Es gibt Beweise, die dagegen sprechen, dass du Linkshänder bist. Guck mal. Ein Rechtshänder würde nämlich mit rechts sprühen. Das ist alles genau hier in diesem Foto. Das ist Shikishima, der unser Graffiti übersprüht. Chioda, sieh genau hin. Siehst du, dass Shikishima mit der rechten Hand sprüht? Oh! Jetzt, wo du es sagst. Hey, Mitsui. Ja, was gibt's? Du kennst ihn lang genug, dass es dir aufgefallen sein müsste, nicht? Sprüht Shikishima seine Graffiti nicht die ganze Zeit mit seiner rechten Hand? Jetzt, wo du es sagst, könntest du recht haben. Mir kam es seltsam vor, dass Shikishimas Linkshänder ist. Und? Meinst du nicht auch, dass Shikishimas Graffiti seit seinen Anfängen viel besser geworden sind? Ja, das stimmt. Am Anfang konnte er es wirklich... Nalhodo. Wie verrückt. Yagami-san, was hat das alles zu bedeuten? Shikishima. Das hat erstens mit dem wahren Grund zu tun, warum Shikishima die Graffitis von Chiyoda und seiner Crew übersprüht hat, oder? Der Grund dafür, dass Shikishima als Linkshänder seinen Graffitis mit rechts gesprüht hat, ist... dass er sich die linke Hand verletzt hat, oder? Ja. Moment, aber zuvor schlug er mich mit seiner linken Hand. Ja, seine linke Hand scheint unverletzt zu sein. Oh, wirklich? Na, so ist... Achso. Dann eine Botschaft. Chiyoda glaubt anscheinend, dass Shikishima aus Rache die Liu Qing-Bilder übermalt. Man merkt, dass Chiyoda und Shikishima irgendeine Vorgeschichte haben. Keine Ahnung, was genau passiert ist. Aber die Tatsache, dass Shikishima mit seiner schwachen Hand gemalt hat, schließt die Möglichkeit aus, dass es hier um Rache geht. Dadurch rücken Shikishimas Taten in ein ganz anderes Licht. Dann wird klar, dass er durch seine Bilder eine bestimmte Botschaft übermittelt hat. Was für eine Botschaft? Chiyoda. Du hast erwähnt, dass du deinen Traum, Künstler zu werden, nach der Operation dann deiner rechten Hand aufgeben musstest. Oh. Ja, habe ich. Naja, was würdest du wohl denken, wenn du herausfindest, dass Shikishima mit seiner schwachen Hand sprüht? Vor allem, da du tagtäglich siehst, wie er immer besser wird. Sag nicht, dass er... Ganz genau. Er will dir zeigen, dass du auch mit deiner schwachen Hand noch Kunst erschaffen kannst. Er will verhindern, dass du deinen Künstlertraum aufgibst. Diese Botschaft will er dir vermitteln. Oder Shikishima? Shikishima, du... Aber du hattest doch immer was gegen mich, weil ich der Grund bin, dass du mit der Kunst aufgehört hast. Ich sagte dir doch, du denkst nicht richtig nach, streng dich an. Es stimmt wohl, dass ich wegen dir ausgetreten bin, aber das war nicht alles. Shikishima. Kannst du es nun erklären? Als Chiyoda in den Kunstclub kam, wurde mir klar, dass es Talente gibt, die man selbst mit Fleiß nicht aufwiegen kann. Chiyoda hat... erst im zweiten Jahr der Mittelstufe mit den Zeichen angefangen. Ziemlich spät also. Doch obwohl ich ihm Jahre voraus war, überholte er mich rasch. Er war so talentiert, konnte mit Farben umgehen und war vor allem wie begeistert von der Kunst. Er hat 24 Stunden am Tag gezeichnet, 7 Tage die Woche, ohne eine einzige Pause. Das hat mich komplett eingeschüchtert. Ich kam zu dem Schluss, dass ich ihm nicht gewachsen war. Ja, ich erinnere mich.
Je mehr man mich lobte, desto mehr schmolltest du. Das war eine große Veränderung für mich. Als Kind war ich im Kunst immer der Beste. Aber nachdem ich mit dem Club aufgehört hatte, kam ich darüber weg und sah die Dinge anders. Mir wurde klar, dass ich auf Shiodas Seite stand. Ich wollte, dass er ein großartiger Künstler wird. Was? Wirklich? Ah. Ja, ironischerweise wuchs mein Interesse an der Kunst, nachdem ich erst ich ihr entsagt hatte. Es fühlte sich an, als hätte ich dir meinen Traum anvertraut. Shikishima. In der Highschool habe ich nach einem neuen Traum gesucht und da habe ich dann gehört, dass du mit dem Zeichen aufgehört hast. Und warum? Weil dir die Regel nach der OP zu anstrengend, die Reha nach der OP zu anstrengend war? Deswegen gibst du einfach auf. Vergiss es. Du lässt einfach deine Leute ein Stencil sprühen, das du dir nicht mal selbst ausgedacht hast. Es stammt von deinen Vorgängern. Dabei habe ich mir gedacht, wow, das ist der Typ, wegen dem ich meine Träume aufgegeben habe. Ich dachte, er sei ein Genie. Und außerdem hast du selber gesagt, dass du mal Künstler werden willst. Bist du deswegen den Jinjohorns beigetreten? Hast du ein Problem damit? Ehrlich gesagt hatte ich Angst. Ich wusste, dass mein Arm auch nach der Reha vielleicht nie wieder richtig funktioniert. Das hat mir krass Angst gemacht. Deswegen habe ich es immer aufgeschoben, aber ich kann ja notfalls einfach meine andere Hand nehmen. Wenn du das hinbekommst, ist das für ein Genie wie mich bestimmt ein Kinderspiel. Shioda, pass auf. Ich werde ihn wieder verfolgen. Den Traum, den du mir anvertrautest. Großartig. Yay, ist doch schön. Sind dann jetzt die Schulgeschichten von dem Club dann komplett vorbei? Scheint so. Shikishima-kun. Demori-sensei. Ist das, du kommst zurück in die Schule? Ja, das werde ich. Schließlich habe ich meine Ziele hier erreicht. Da bin ich erleichtert. Yagami-san hat mir von all deinen Unfällen erzählt. Es tut mir leid, Sensei. Also zur Sache. Wie hast du mit dem Professor Kontakt aufgenommen? Ich habe auf der Darknet-Seite eine DM bekommen. Der Professor hat dich direkt kontaktiert? Ja. In seiner Nachricht ging es um Shioda. Ihr Ex-Rivale Theta Shioda und die Blue King-Gruppe tun so, als gehöre die Stadt ihnen. Und sie machen den anderen alles kaputt. Ich kenne ihre Arbeit von einem Kunstwettbewerb und weiß, dass es das Richtige ist, wenn sie die Graffitis dieser Idioten übermalen. Zeigen sie ihnen, dass jetzt jemand anderes die Stadt regiert. Keine Sorge, ich schicke ihnen ein paar Leibwächter. Professor M. Das war alles nur eine Werbeaktion für den Professor, genau wie du gesagt hast. Blue King hat sich für immer König der Jugendgangs genannt. Vielleicht waren sie dem Professor ein Dorn im Auge. Apropos, war eigentlich der echte Professor die Vorlage für das Graffiti? Sieht er wirklich so aus? Nee, ich weiß auch nicht, wie er aussieht. Das war nur meine Fantasie. Als ich Professor gehört habe, musste ich sofort an Professor Moriarty denken. Deswegen sieht er so aus. Dann können wir das Graffito also nicht als Fahndungsplakat verwenden. Ein bisschen überrascht es mich, dass Shikishima-Kuns Taten sich als fehlgeleitete Werbeaktion erwiesen haben. Aber wer weiß, ob das den wahren Absichten des Professors entsprochen hat. Einen ehemaligen Kunstschüler zu Publicity-Zwecken einzusetzen, scheint mir auch etwas weit hergeholt. Aber warum hat er sich dann für Shikishima-Kun entschieden? Das ist unverzeihlich. Wer dieser Professor auch ist... Es ist einfach unglaublich, dass er wegen so einem Quatsch Schüler auf die schiefe Bahn bringt. Wir sollten uns nicht von unseren Emotionen überwältigen lassen, Sensei. Wir versprechen, seine wahre Identität aufzudecken, damit er für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird. Im Namen des Krimi-Clubs. Hey, ho, Ermittlungsakte 6. Fertig. Ja, das ist doch geil, Lomatico. Jetzt, ja, Tanzwettbewerb ist eigentlich so eine Sache, ne? Der Robotikclub müssen wir machen. Habe ich denn jetzt Bock drauf? Nee. Hab grad absolut keinen Bock drauf. Wir werden. Ja, nachts darf ich auch nicht boxen gehen, ne? Oh, ich hasse es. Wie machen wir es am cleversten? Ah, gehen wir nochmal zum Robotikclub hoch. Nö. Fahrstuhl? Gibt's nicht. Für Fuß bitte.
Aber wir werden mal zwischenspeichern. Denn eine Schulgeschichte komplett abgeschlossen, so haben wir es schon mal was wert. Okay, heute geht es um die Entwicklung für die erste Turnierrunde. Wissen wir, gegen wen wir zuerst antreten? Da bin ich mal gespannt. Hier ist der Turnierplan. Unser Gegner in der ersten Runde ist der Robotikclub des Mega College. Ich möchte heute über unsere Gegenmaßnahmen gegen das Mega College reden. Eine Strategie-Meeting? Ja, der Rosaneka. Gut, dann verwende ich mal lieber mein ganzes Gehirn. Also, sie haben sich wohl auf taktische Nahkampfformationen spezialisiert. Wir müssen also auf offensive Bewaffnung und formationsbrechende Taktiken setzen. Also müssen wir uns auf die Waffenentwicklung konzentrieren. Nee, das glaube ich eher nicht. Und es sind echt nur 6 Teams bei den Dingens. Interessant. Für den Anfang habe ich ein paar Teile vorbereitet, die ich gerne als Grundlage für die Entwicklung verwenden würde. Ich habe auch den Zeitplan und die Meilensteine vorbereitet. Bitte seht genau nach, wann ihr eure Arbeit abgeben müsst. Ich bin nicht einmal zu Wort gekommen. Okitegawa! Hey, Okitegawa. Nanda. Was ist denn? Hast du nicht gesagt, dass du eine echte Besprechung machen willst? Mit allen? Sodana. Korrekt. Ha? Aber du hattest ja schon alles allein entschieden. Was gibt es da bitte noch zu besprechen? Entschuldigung, dass du mich falsch verstanden hast. Sage! Das Meeting war also nur dazu da, dass du uns sagst, was wir machen sollen. Oh Mann. Die optimale Lösung hat sich präsentiert. Mann, ich habe echt langsam die Schnauze voll. Wenn du gerne deine Meinung loswerden möchtest, ich höre. Sei mal nicht so herablassend. Das war nicht meine Absicht. Das ist also Okitegawas berühmter hierarchischer Ansatz, ja? Vielleicht sollte ich das Ganze mal ein wenig auflockern. Was war Brainstorming? Okitegawa. Okitegawa, wie wäre es mit einem Ideenmeeting mit allen, um die Waffenentwicklung zu besprechen? Ein Ideenmeeting? Ah. Ja. Wenn du dir verschiedene Meinungen und Blickwinkel anhörst, dann steht vielleicht eine Idee, auf die du alleine nie gekommen wärst. Das nennt man Brainstorming. Ich fürchte, es würde eher Brain-Blödsinn werden. Außerdem habe ich das alles schon geplant und tausendmal überprüft. Naja, probieren geht über studieren. Versuch's doch einfach mal. Also schön. Wenn sie darauf bestehen, Yagami-san, super. Also. Für so ein Brainstorming gibt es alle möglichen Regeln, aber die wichtigste ist, man darf die Ideen der anderen nie einfach abschmettern. Man muss sie aufnehmen und weiterentwickeln. Verstanden? Abschmettern böse. Ja, verstanden. Okay, will jemand eine Idee repräsentieren? Präsentieren? Oh, noch. Ja, ich dachte mir, wären Projektile nicht mega cool, so können wir den Feind aus der Distanz zerstören, während wir uns für einen Block in Position bringen. Abgelehnt. Ha? Wie bitte? Mit der jetzigen Funksteuerung wäre es viel zu schwer, das präzise einzusetzen. Selbst wenn man zielt, die Sichtlinie ändert sich und die Kugel verfehlt das Ziel. Wir haben Misuzaki den letzten Piloten schon einmal Fernwaffen ausprobieren lassen. Es war nicht praktikabel. Scheiße. Hey, Okitegawa. Du darfst bei einem Brainstorming die Ideen der anderen nicht einfach abschießen. Das ist gegen die Regeln. Okay, das ist echt schwer. Was machen wir dann? Als Betreuer ist es wohl meine Aufgabe, das Meeting zu moderieren und sie zu inspirieren. Ich entwickle Takamoris Idee mit den Fernwaffen weiter. Fragen wir doch mal die anderen, die bisher nichts gesagt haben. Ihn hier fragen. Sakura, frag mal ihn. Kurumasaki-kun hat doch noch überhaupt nichts gesagt. Seine Meinung würde mich auch interessieren. Kurumasaki. Was sagst du zu den Waffen? Oh, Sie wollen meine Meinung hören? Doch. Naja, Sono.
Ich fände es super, wenn wir coole Waffen hätten. Ja. Was meinst du bitte mit coolen Waffen? Doch. Naja, wenn wir blaue Lampen montieren und die leuchten, wenn der Roboter sich verwandelt. Das wäre cool. Ich verstehe dich, aber dafür haben wir einfach nicht das Geld. Das gebe ich lieber für Sachen aus, die unsere Siegchancen auch wirklich verbessern. Tut mir leid. Ja? Nein, du musst dich bei einem Brainstorming-Meeting nicht für deine Ideen entschuldigen. Jeder muss sagen können, was er denkt, ohne Angst zu haben, etwas falsch zu machen. Das ist auch total okay, wenn eine Idee völlig abwegig ist. Wir versuchen keine Idee von vornherein abzuschmettern, sondern sie stattdessen weiterzuentwickeln. Ah, verstehe, klingt einleuchtend. Also, coole Waffen, ja? Merken wir uns Kurumasaki-Kuns Idee mal, während wir weiter nachdenken. Na, Sakura? Sakura-Kun, magst du auch was zu Takamoris Plan mit den Fernwaffen sagen? Ich? Ich habe echt richtig lange überlegt, aber mir fällt nichts ein. Okay. Stimmt, er hat sich vorhin echt den Kopf gehalten. Itokura, was denkst du? Was sagst du zu Takamoris, dem mit den Fernwaffen? Naja, wie Okidekawa schon gesagt hat, es könnte schwer sein, das Ziel zu treffen. Aber warum passen wir es nicht so an, dass wir bessere Chancen haben? Wie meinst du das? Wenn ein einzelner Schuss zu schwer ist, dann brauchen wir eben Dauerfeuer, wie ein Maschinengewehr. Wenn wir es nur heftig genug regnen lassen, dann werden sie schon nass. Oh, verstehe, beeindruckend, Itokura-Senpai. Wie wäre es dann mit einer Schrotflinte? Die streut ja ziemlich breit. Mane. Ja, gute Idee. Das könnte auch funktionieren. Na. Okay, da haben wir doch schon mal eine Idee. Was sagst du, Okitegawa? Aus der Perspektive habe ich es noch nie betrachtet. Das könnte richtig gut funktionieren. Setzen wir Fernwaffen auf die Entwicklungsliste. Das läuft ja überraschend gut. Und Takamori, was sagst du dazu? Ist das nicht egal? Okitegawa lehnt sowieso alles ab, was ich sage. Wenn du ein gutes Argument hast, dann immer her damit. Okitegawa. Okitegawa, bei deinem Brainstorming ist es verboten, Ideen einfach abzuschmettern. Pass auf, was du sagst. Verstanden. Sonst habe ich jedenfalls nichts. Aus Takamori kriege ich nichts mehr aus. Aber hey, Brainstorming-Meeting sollte doch geklappt haben. Wow, das war ein richtiges Workout von meinem Hirn. Ich bin erledigt. Ja, aber das hat Spaß gemacht. Wir haben richtig gute Ideen für die Bewaffnung entwickelt, würde ich sagen. Stimmt, runden wir die Ausstattung mit Fernwaffen wie Maschinengewehren und Schrotflinten ab. Du hättest es einfach von Anfang an auf mich hören sollen, Mann. Das hat ihnen einen richtigen Schub verpasst. Sehr schön. Na, das Teamwork ist gestiegen. Sehr schön. Ja, da bleibt eigentlich nur wirklich der Tanzclub drüber, noch tanzen und der Boxclub bisher. Aber Freunde der Sonne, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Lost Judgment hier auf meinem Kanal. Dann werden wir sehr wahrscheinlich mit dem Tanzclub fortfahren und dann erst mit der Hauptgeschichte weitermachen. Daher sage ich nur ciao ciao, schaltet wieder ein und bis dahin. Klappt euch wohl, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, empfehlt mich weiter, das übliche wie eh und je. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.